In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du einen wirklich leckeren Kartoffel-Brokkoli-Auflauf einfach selber machen kannst. Das Rezept mit allen Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Als erstes nehmen wir dafür einmal die Kartoffeln, diese solltest du schälen und dann in ungefähr gleich dicke Stücke schneiden. Ich mache jetzt hier ungefähr 3 mm dicke Stückchen und am Ende sollten eben alle ungefähr gleich groß sein. Diese geben wir dann jetzt einmal auf den Herd in einen Topf mit kochendem Wasser und sollten sie dort für ein paar Minuten drin lassen. Wenn du das Ganze am Ende noch etwas knackig haben möchtest, solltest du sie nur ein paar Minuten drin lassen. Wenn du die Kartoffeln lieber etwas weicher hast, dann kannst du sie auch ein paar Minuten länger drin lassen, so ungefähr 10 Minuten. Dasselbe gilt für den Brokkoli, den können wir jetzt einfach mit dazugeben und auch hier, wenn dieser eben knackig sein soll, einfach früher wieder rausholen. Das Ganze danach ganz einfach einmal abgießen und erstmal beiseite stellen. In einer Pfanne geben wir jetzt etwas Öl, da kommt dann die Zwiebel sowie der Knoblauch mit hinein und wird erst einmal kurz angedünstet. Dort geben wir dann noch Mehl mit hinein, wenn das Ganze schön angedünstet ist. Rühren es einmal ein, so wie so eine kleine Mehlschwitze, die wir hier quasi machen, wenn man so möchte. Und das Ganze löschen wir dann einmal mit der Gemüsebrühe ab. Rühren das Ganze am besten einmal schön ein. Und geben danach dann auch noch den Creme Fraiche mit rein. Auch dieser wird einmal komplett mit eingerührt. Und das Ganze sollte einmal kurz aufkochen. Dann würzen wir das Ganze noch mit etwas Salz. Sowie Pfeffer. Und dann haben wir unsere Soße für den Kartoffel-Brokkoli-Auflauf auch schon fertig gemacht. Jetzt müssen wir uns dann nur noch eine Auflaufform nehmen. In diese verteilen wir als erstes einmal die Kartoffelscheiben. Einfach nur schön in der Auflaufform auf dem Boden verteilen. Wenn du zu viele hast, ganz einfach eben übereinander stapeln. Und danach kommt dann der Brokkoli noch mit oben drauf. Auch alles schön ein bisschen verteilen. Und ganz zum Schluss fehlt dann natürlich nur noch die Soße, die wir eben in der Pfanne zubereitet haben. Und die kippen wir ganz einfach einmal oben drüber. Auch ein bisschen verteilen, damit auch wirklich überall etwas von der Soße ist. Und jetzt kommt zum Schluss noch Käse oben drüber. Welchen du da nimmst, ist ganz dir überlassen. Kannst du dann einfach entscheiden, je nachdem welcher Käse dir eben am besten schmeckt. Dann kann das Ganze auch schon einmal in den vorgeheizten Backofen. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist, sollte der Käse so richtig schön verschmolzen sein und alles richtig schön miteinander verbacken sein, sodass der Kartoffel-Brokkoli-Auflauf direkt servierbereit ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir dieser Kartoffel-Brokkoli-Auflauf geschmeckt hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.